Mir ist ja bekannt, dass ich möglichst gerne immer Schiffe zeigen will, die so noch nicht auf dem Kanal gesehen sind oder zumindest sehr selten, und da bietet sich natürlich der neue Tier 2 Kreuzer der Deutschen an. Die Emden ist entweder über derzeit Aufträge zu erspielen oder kann man sich auch kaufen. Ich gebe es ehrlicherweise zu, ich habe sie mir gekauft. Für die Aufträge, da hat mir so ein bisschen die Geduld gefehlt und die kann man immer noch nebenbei machen. Vielleicht schaffe ich es ja dann trotzdem, so gesehen, zumindest die Aufträge zu erfüllen. Ja, die Emden, eben Tier 2, ist ein Premium-Schiff, deswegen voll ausgebaut direkt so in der Konfiguration, wie ihr sie bekommt. Hat 17.100 Hitpoints, die Panzerung 6 bis 50 mm, 10 mal eine Kanone mit 105 mm, sieht man hier ganz schön. Die Reichweite sind 8,9 km, die Flugabwehr wäre theoretisch 4 mal eine 7,92 mm Kanone, aber auf Tier 2 ist jetzt Flugabwehr nicht unbedingt das höchste Gut. Höchstgeschwindigkeit 24 Knoten, Wendekreisradius 420 Meter und die Ruderstellzeit liegt bei 4,9 Sekunden. Aus der Oberflächensichtbarkeitsreichweite wird sie aus 9,5 Kilometer aufgedeckt und aus der Luft dann aus 4,5. Gut, ich würde sagen, wir haben uns das Ding im Hafen angeschaut, aber wir verlassen jetzt hier die Location Japan, sondern gehen direkt in die Weltmeere. Ja, da sind wir jetzt also im Gefecht und wir sehen, wir sind ein Tier 3-2 Gefecht, wobei die Zweier Kreuzer nur durch die Emden vertreten sind beim Gegner. Bei uns haben wir noch eine Dresden. Ansonsten geht es dann aber mit Tier 3 St. Louis und Kawachi zu Rande. Ja, man vergleicht einfach mal die Emden mit der Dresden. Und da sehen wir die Überlebensfähigkeit ziemlich identisch, aber dann ist die Dresden ziemlich ziemlich im Vorteil, so wollte ich sagen. Und zwar die Artillerie ist besser, die Flugabwehr ist gleich, die Manövrierbarkeit ist ziemlich identisch und die Verborgenheit auch, aber die Artillerie, da kann die Dresden der Emden noch was vormachen. Deswegen, ich werde sehr viel mit HE spielen. Ich glaube übrigens, historisch gesehen ist der letzte dieser Schornstein nicht richtig. Entweder war es der oder der. Aber das ist ein Fake-Schornstein. Deswegen... Ah, deswegen ist er... Aha. Hier oben, ihr seht sie hier sogar, dass er da hier weggeht. Also, lustig. Das ist ja... Das ist auch oben zu. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Hat man wahrscheinlich gemacht, um die Silhouette ein bisschen größer erscheinen zu lassen. Ja, ihr seht, ich muss mich bei sowas... Ich habe es nur beiläufig mitbekommen. Also, ich bin einfach da viel zu wenig der Nautiker, als dass ich sowas wüsste. Deswegen, Gott sei Dank, gibt es viele Facebook-Gruppen. Und da stolpert man über sowas auch gerne mal drüber. So, 8,9 Kilometer, oder in dem Fall fast 9, ist von der Reichweite natürlich nicht außerordentlich weit. Aber schon nicht schlecht. Man muss sich nur vor den anderen so ein bisschen da in Sicherheit wiegen. Die St. Louis kommt natürlich weiter, die gegnerischen Emden, da ist klar, wie weit die kommen. Aber auf Tier 3 ist das absolut okay. Die Dresden auch 8,9, also normale Kreuzer auf der Tierstufe sind da alle sehr identisch. Schaut auch lustig aus, muss ich sagen. Vorne liegt sie gut im Wasser. Hinten ein bisschen breiter Arsch, aber alles okay. So, wir sehen hier, dass wir nichts sehen, noch keine Gegner offen. Ich will jetzt auch nicht unbedingt die Vorhut machen. Ne, auf die komme ich beide nicht drauf. Und da will ich jetzt nicht zu nah ranfahren, da vorne. Oh, da kommt doch schon... Kommt der... Na, da ist jetzt ganz schön viel. Ah, viel zu... Ach, das klappt ja nie. Aber die ist da vorne aber ja mal sowas von hart drauf, die Omikaze. Aber da könnte ich jetzt gerne noch so ein bisschen reinstoßen. Ja. Na ja, wenigstens schon mal getroffen. Da kommt jetzt auch noch eine Wickes. Die gehen natürlich jetzt alle auf die Omikaze drauf, klar. Ist natürlich ein sehr schönes Ziel gerade in dem Augenblick für die Gegner.
Komm, Wickes. Komm, Wickes. Komm, Wickes. Zeig dich, zeig dich, zeig dich. Samson kommt auch noch dahin. Ruderstellzeit liegt gut an. Das passt. Damit kann man arbeiten. Torpedos direkt voraus. Ah, die Torpedos kommen da natürlich rein. Ja, irgendwann muss es ja mal passieren. Ich überlege gerade, ob ich da jetzt einfach mal... Oh ja, da ist der. Komm schon, geh doch nochmal auf. Geh nochmal auf. Jetzt gehen wir aber auf die Wickes. Da komme ich vorbei. So. Da haben wir doch schon eine schöne Beschädigung. Sein Glues geht jetzt hier auf mich. Das ist jetzt nicht so prickelnd. Sehr aggressiv hier gerade gespielt von mir, muss ich gestehen. Ich hoffe ja mal, dass die Samson da jetzt noch ein bisschen sich auf die St. Louis austobt. Oder ich hier mal wenigstens so einen kleinen Brandschaden hinbekommen würde. Aber da kommen schon die Torpedos von der Samson. Da treffen sie schon. Viele kleine Nadelstiche, die hier auch ans Ziel führen. Und da kommen nochmal Torpedos, nochmal angezündet und zerstört. Gegnerischer Kreuzer gesunken. Das hat funktioniert. Ja, was kommt denn da? Eine kleine Wickes. Gibt's doch nicht. Ja, ja. Hat's einen Ausfall... zu beklagen. Komm schon. Nimm ihn noch was raus. Jetzt ist das Ruder kaputt. Aber ich komme gerade nicht so auf die Feuerdistanz, beziehungsweise auf die Distanz... Oh, ja, ja, jetzt kommt noch ein Schuss von da drüben. Auf Distanz komme ich schon, hat man ja gerade gesehen, aber ich habe mich gerade nicht so wirklich einschießen können, wie ich das gern gewollt hätte. Hat mir gerade so ein bisschen das Zielmanagement gefehlt. Das ging diesmal bis halt besser. Darf aber nicht vergessen, ich bin hier Low-Tier. Also ich muss jetzt hier nicht das Spiel meines Lebens machen. Also es wäre natürlich schon wünschenswert, das Spiel meines Lebens zu machen. Aber ich habe eben noch Teammates auch noch. So, auf die Torpedos den Gefallen mache ich den Jungs nicht.
ziehe mich jetzt hier mal wieder ein bisschen zurück. Bleib mal bei der South Carolina da. Oh, da kommt nochmal die St. Louis. Uiuiuiui. St. Louis ist auch ein böses Gerät. Also wie gesagt, ihr seht, ich spiele die HE Only. Also da jetzt gerade auf so eine South Carolina umzuswitchen, ist Suizid. Aber erstmal die Gegner rausnehmen. Ah, ist schneller als erwartet. Hier die St. Louis. Aber auch hier nerven wir die da schon dementsprechend. Ah, die hier mit ihrem Rauch nerven. Storische Woi. Da, da. Aber ein doofer Torpedo und das war's für mich. Also ich muss hier schon aufpassen. Ja, der hat schon mal besser getroffen. Und weg. Oh, von hinten kommt noch so immens viel. Unglaublich. Jetzt gehen wir mal auf die Wickes. Ja, kommen in der Tendenz gar nicht schlecht. Ja, perfekt sogar. Jetzt dreht er auch schon ab. Der merkt schon, das ist keine so gute Idee, so offensiv sich da zu positionieren. Also ein sehr intensives Gefecht. Tier 2 Kreuzer gegen Tier 2 Zerstörer. Habe jetzt mal auf AP gerade geladen, wie man sieht, aber hätte ich mal vielleicht nicht tun sollen. Auch weg. Oh Gott. Okay, Wassereinbruch, schwerer Schaden. Und weg hier. Wird's ja, aber die Brandschadenwahrscheinlichkeit ist nicht allzu hoch. Wie man sieht, in dem ganzen Gefecht hast 2 Brände angestellt. So, ich muss da um die Insel weg. Oh Gott, wenn der weg ist, bin ich auch. Dann wird's Feuer auf mich eröffnet. Da ist ein Brand. Endlich, da ist er. Okay, den hat er natürlich wieder gelöscht. Oh
Gott sei Dank kein harter Hit. Aber auf lange Zeit kann ich mich bestimmt nicht gegen zwei Schlachtschiffe hier erwehren. Aber auf die Wickes schießen wir jetzt noch. Komm schon. Gibt's doch alles nicht. 40 HP. Ja, ich habe den noch mitgenommen. Das war wichtig, auch in Anbetracht des Caps. Und knapp 40.000 Schaden, also das kann man doch wirklich lassen. Jetzt müssen nur noch die Jungs hier cappen und die South Carolina noch wegmachen. Dann wird es sogar noch ein Sieg. Jetzt stehen natürlich die Gegner auch im Cap. ...3000 HP ist nicht mehr viel. So, aber das schaut sehr gut aus. 1600, da kommen nochmal ein paar Schüsse, aber die gehen vorher ins Wasser. Aber wie gesagt, tendenziell sehr, sehr gut. Ah, da will sie aber. Da will sie noch überleben. Da hat sie noch einen Überlebensinstinkt geweckt. Keiner trifft mehr. Kann also auch dementsprechend noch ein bisschen decappen. Ist unglaublich, die letzten 1500, dass die nicht mehr weggehen. Komm schon. Konnte nochmal decappen. Also nochmal eine enge Nummer. Wie gesagt, sobald die South Carolina weg ist, dann ist alles entspannt. Aber die muss halt weg. Aber schaut gerade sehr gut aus. Der Cap ist schon fast fertig. So, jetzt kommen. Die könnten doch ganz gut laufen. Aber Kawachi ist halt auch nicht so das Ding, was am ehesten und am genauesten ist. Und jetzt will die Dresden da nochmal ihr Glück probieren. Oh, jetzt brennt die Kawachi. Also, da die South Carolina macht doch nochmal deutlich mehr Ärger, als eigentlich nötig gewesen wäre. Aber, wie gesagt, jetzt sehen wir, es ist gleich durch. Und damit ist der Sieg geschaffen. Beide Punkte und Sieg. Ja. Und für den Premium-Schiff haben wir 154.000 bekommen, 2614 XP, aber mit Tagessieg. Wir sind im Team auf Platz 1 gelandet, 4 Kills, 968 Basis-XP, haben Schaden gemacht, knapp 45.000. Das ist aller Ehren wert, würde ich mal sagen, für einen Tier-2-Schiff. Der erhaltene Schaden natürlich, naja. Und die Kreditpunkte, es gab 148.390 raus, die Reparatur und die Munition sind sehr überschaubar. Also von dem her ein schönes Gefecht mit der Emden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.